Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. So kann das besser. Warum erzählen wir euch als ein Outro? Ja, als Outtake. Genau, unser Reisevlog geht weiter. Wir sind noch immer im wunderschönen Italien und wir sind tatsächlich hier Italien. Da unten ist die Schweiz. Genau, ich wollte gerade sagen, das was ihr im Hintergrund seht, ist auf jeden Fall Schweiz mit den Seen. Das ist der Lugano See. Genau, ja. Lago di Lugano. Genau, total schön hier. Wir können heute sogar einen relativ guten Blick erhaschen auf die 4600er Berge. Genau. Also auf die richtig großen Dinger. Das heißt, das blenden wir euch gerade auch ein. Ja, genau. Ansonsten, da in die Richtung geht die Sonne auf. Deswegen blendet das natürlich schon ein bisschen, aber ja, es ist. Also ihr blendet euch, also ihr blendet uns immer mit eurer Schönheit, das ist einfach unfassbar. Ja. So, ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall frühstücken, dann das nehmen wir wieder alles nicht auf für euch, das kennt ihr alles schon. Und dann wollen wir an den Lago Maggiore. Wir wollen also wieder zurück in die Schweiz, wir wollten nur eine Nacht in Italien bleiben. Und ja, was wir da alles erleben? Ja, das erfahrt ihr dann. Wenn wir da sind. Und das kann auch ein bisschen dauern, ein paar Kilometer sind es nämlich. Aber ihr werdet jetzt als erstes erstmal nochmal Drohnenvideos sehen, weil ich bin heute Morgen nochmal geflogen. Es war keiner hier, das war traumhaft, dieser, ja. Das Einzige, was wir sagen müssen, erstmal kommt unser Intro. Ja. Lecker gefrühstückt haben wir. Wie immer. Leider noch nicht mit unserem Toast. Nee. Denn wir haben noch Schweizer Toast und das essen wir erstmal auf. Und zwar in der Schweiz. Und sobald wir damit fertig sind, können wir. Ich habe einen Käfer. Das wunderbare Bella Italia Toast essen. So ist es. Haben nämlich 6 Packen gestern gekauft. Musste einfach sein. Das geht nicht anders. Ja, und dann haben wir wieder Tic Tacs gekauft. Aber frag uns doch mal, wo die hingekommen sind. Also irgendwie, wir kommen. Entweder sind sie im Bulli irgendwo untergegangen. Oder wir haben sie gekauft und haben sie da liegen lassen. Da liegen lassen oder haben im Wagen liegen lassen. Also was auch immer. Auf jeden Fall, sie sind nicht da. Alles kontrolliert. Komisch. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch ganz kurz den Blick hier genossen. Der hier runter ist auf die Seen. Auf den Lago di Gano. Hieß er? Lago di Lugano. Lugano, so rum. Oder der Luganosee, so wäre es. Luganosee, genau. Auf Deutsch. Ja. Und wir werden jetzt uns auf den Weg machen an den Gardasee, genau. Nein, an den Lago Maggiore. So sieht's aus. Aber wahrscheinlich fahren wir schön am Luganosee dran vorbei, wenn es die Strecke ist, mal die es sein könnte. Wir wissen nicht. Es kann nämlich sein, dass wir hier erstmal einmal ganz um die Landzunge rum müssen. Einmal über den, da um den Boberg. Hui, das wäre natürlich was. Das ist leider der kleine Nachteil. Du musst hier relativ, die Anfahrt ist relativ lang und geht halt immer in Serpentinen und so weiter, in kleinen Straßen, schlechte Straßen und so weiter hier hoch. Aber dafür wirst du mit der Aussicht wieder belohnt. Also wir empfehlen euch, kommt hier hoch, kommt zum Balcone d'Italia. So ist es. Die GPS-Koordinaten sucht ihr euch selber im Internet raus, denn da haben wir es nämlich auch gefunden. Genau. Und einen kurzen Blick darauf, den geben wir euch noch, bevor es dann losgeht.
Ja, und damit sind wir wieder zurück in der Schweiz. Sind diesmal im schönen Ticino, also Tessin, und haben unsere Ponte Rosa, wie ihr seht, schon wieder aufgebaut. Weil das gehört sich einfach so. Aber und wir sind auf dem Campingplatz. Wir sind auf dem Campingplatz, und zwar blenden wir euch das mal kurz ein. Es ist Campo Felice Camping Village, ein 5 Sterne. Da waren wir vor 2 Jahren, und zwar vor genau 2 Jahren. Ja, ziemlich genau, genau. Und ja, und wir haben auf jeden Fall hier vor, eine Paddeltour zu machen, E-Scooter-Tour zu machen, und ja, mal sehen, was wir noch so machen hier auf dem Platz. Eine Nacht sind wir hier, morgen geht's weiter, aber erstmal genießen wir den Platz hier. Genau. Unseren Dreh über den Campingplatz haben wir hinter uns gebracht. Und wir befinden uns wo? Auf dem Lago Maggiore. Sehr gut. Top hier. Ja, auf jeden Fall mal wieder was anderes. Also jetzt können wir sagen, Bodensee abgehakt. Lago Maggiore war gar nicht geplant, abgehakt. Denn der nächste Plan war eigentlich der Ossiacher See. Das Problem ist, dass die Kamera leider nicht so gut ist. Sonst hätte man da sehen. Die wollte gerade sagen, wenn die da mit der Banane da umfliegen, das ist immer ganz witzig. Aber das sieht man, glaube ich, nicht so. Wir versuchen mal, die Kamera ein bisschen einfach höher zu halten. Vielleicht sieht man es ja. Also wir sehen es nicht. Aber wir müssen es auch nicht sehen. Und wenn die jetzt umkippen, sehen wir es auch nicht. Weil wir haben gerade den Blick nach Bellinzona. Ich kann ja mal ein bisschen so durchschwenken. Genau. Schwenk einfach mal rum. Also es ist schon gigantisch. Auch hier wieder die Riesenberge. Sie sind wieder umgekippt. Wir haben es wieder verpasst. Naja, vielleicht war es ja doch auf der Kamera drauf, wer weiß. Aber sag mal so. Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Und wenn man will, dass auch nichts Böses, weil du weißt, dann passiert es uns und wir kennen dann. Das möchte ich auf keinen Fall. Sonst ja, ist das ist richtig. Mit dem ganzen Kamera-Equipment hier und so weiter. Dann ist es vorbei mit der ganzen Sache hier. Genau. Ja, dort hinten, jetzt muss ich wieder mal die Kamera drehen. Ja, du musst mal aufpassen. Und zwar da hinten, in die Ecke. Da geht es zum Versaska-Tal. Das würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr hier länger als 3 Nächte, so dass ihr die Ticino-Card habt. Wir gehen immer davon aus, dass es sie gibt. Wir haben das im letzten Video, also auf dem, wo wir den Campingplatz vorgestellt haben, ja behauptet. Wir wissen es immer noch nicht, aber wir hoffen, dass es gibt. Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Nehmt euch den Bus und fahrt ins Versaska-Tal. Was ist die Ticino-Karte? Mit der Ticino-Karte kannst du im kompletten Tessin Busse, Bahnen fahren, also den öffentlichen Nahverkehrs, und du bekommst viele Rabatte, unter anderem auch auf den Mount Montenegro, keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall, da gibt es Monte Generoso. Oder so. Da gibt es nämlich eine Zahnradbahn hoch, die gibt es ein bisschen rabattiert. Es gibt viele Rabatte, muss man dazu sagen. Aber allein, dass ihr den öffentlichen Nahverkehr nutzen könnt, das ist wirklich lohnenswert. Ja, also gerade ins Versaska-Tal, also dort mit dem Camper rein. Es ist eng, es geht, kein Problem. Aber ich würde auch nur empfehlen, maximal mit dem 640er. Kastenwagen. Genau. Teilintegrierte wird schon, naja, also würde ich nicht empfehlen, sagen wir es mal so. Könnte aber vielleicht noch gehen, aber ich empfehle es nicht. Aber man muss es nicht machen, fahrt hier auf den Campingplatz, ihr bekommt einen wunderbaren, wie gesagt, ihr bekommt die Ticino-Card und könnt das nutzen. Wichtig ist, lernt die Wochentage vorher auf Italienisch. Ja, das wäre ganz gut, dann könnt ihr wenigstens auch die Fahrpläne lesen. Genau, weil sonst wird es echt. Wir haben den Fehler gemacht, hatten da ein bisschen Probleme. Ja, wir haben da glaube ich knapp 2 Stunden rumgesessen, weil der Bus dann nicht fuhr. Genau, wir haben was uns überlegt, ja, dann nehmen wir den Bus, aber ja, haben wir am falschen Wochentag geguckt. Genau, weil wir halt nicht lesen können, dachten, das wäre Freitag oder so. Ja, ja. Da hinten sind sie wieder am Losdüsen. Also ich hoffe, ich habe sie drauf, und wenn nicht, keine Ahnung. So, wir wollen noch ein bisschen das genießen hier, sagen auf jeden Fall, uns gefällt es hier, ist richtig schön. Und jetzt entspannen wir einfach mal, bevor wir dann nämlich wieder los müssen zum Einkaufen und Videoschneiden und Grillen und auch was wir nicht alles noch so vorhaben. Ja, ein bisschen ist noch zu tun.
Du darfst ruhig auch reden, ne? Ja, mal sehen, was ich denn sagen soll. Ich weiß es ja auch nicht. Der weiß nie, was er sagen soll. Nein. Nee. Also wir haben jetzt... Eingekauft haben wir, wie man sieht. Wir haben nämlich neue Sonnenbrillen uns besorgt. Cool. Ja, meine alte Sonnenbrille, die ist leider, als ich an der Heckklappe war, etwas verschrammt. Und ja, da konnte ich nicht mehr richtig durchgucken, weil das war immer im Sichtbereich. Das war sehr unangenehm. Naja, gut. Also habe ich mir jetzt eine neue Sonnenbrille gekauft. Genau. Das ist die ersten Sachen, die wir mal für uns aus der Schweiz und ja, eigentlich, ich brauchte keine Sonnenbrille, habe mir gedacht, ach, so eine coole sportliche, wenn ich schon selber nicht sportlich bin, kann ich wenigstens so tun, als ob. Ja, und jetzt müsste Stefan einmal hier kurz die Kamera drehen, um einfach mal unseren Platz zu zeigen. Das sieht so aus. Wir sind nämlich, haben unser Drehstudio oder unsere Schneidestudio hier aufgebaut. Genau, unsere Schneidewerkstatt. Das heißt, jetzt werden wir erstmal ein bisschen was schnibbeln. Also im Endeffekt, also schneiden werde ich jetzt nicht wirklich was, sondern erstmal geht es darum, Daten Stefan zur Verfügung zu stellen, damit er die hat, die ich dann brauche. Genau, das muss leider immer über den Rechner erfolgen, weil das Tablet hat leider keinen SD-Karten-Slot. Also von daher, ja genau, und es gibt zwar von Apple so einen Adapter, aber ja. Nicht bei. Nicht dabei, genau. Ich habe einen für das iPhone, aber auch nicht dabei. Naja, also muss es der umständlichere Weg werden. Aber das ist nicht so schlimm. Geht aber. Das machen wir jetzt erstmal und dann wollen wir, ich denke mal, das machen wir jetzt gut. 1,5 Stunden werden wir das ganze Zeug machen. Und dann heißt das? Dann werden wir uns was im Essen machen. So ist es. Und alles erlebt ihr nämlich nicht. Wir machen jetzt einen kleinen Break und erst zum Essen melden wir uns wieder. Den Bommel meint er, den Dongel. Ja, ich meinte den Bommel. Ja, meine Lieben, 21 Uhr. Es ist stockdunkel, also bis auf an den Lampen natürlich. Genau, es ist stockdunkel, wir sehen nichts. Und natürlich am See. Also wir sind jetzt hier unten, stehen noch am See und genießen noch ein bisschen die Aussicht mit den herrlichen Lichtern und so weiter. Also genau, da können wir euch jetzt zwei Bilder einblenden, die wir jetzt mit dem Handy gemacht haben. Wir wissen, die Qualität ist natürlich nicht so berauschend. Nee, aber man kann zumindest so ein bisschen sehen, wie es wirkt. Dass ihr so leicht, ganz leicht erahnen könnt, wie schön das eigentlich hier ist. Genau. Ja, wir werden eine Nacht hier am Lago Maggiore verbringen und dann geht es für uns weiter. Wir wissen aber immer noch nicht, wohin. Geht es schon nach Österreich? Geht es noch auf den Steingletscher? Geht es ganz woanders hin? Das kommt so ein bisschen vom Wetter, hängt das ein bisschen von ab. Also ich möchte nicht den Steingletscher hochdüscheln, um dann oben zu erleben, es ist alles diesig. Ja, dann brauchen wir dann macht einmal die Fahrt keinen Sinn. Das Geld macht keinen Sinn, weil es ist eine Privatstraße, man muss dafür auch bezahlen. Ja, also das macht dann keinen Sinn. Und dann würde es eher Sinn machen, dass wir auf einen Campingplatz fahren, wo wir auch ja, alles haben. Genau, das wäre dann Österreich, das heißt, dann wäre theoretisch die Schweiz-Tour zu Ende. Aber das erfahrt ihr erst morgen. In diesem Sinne wünschen wir gute Nacht. Gute Nacht. Und dann wünschen wir guten Morgen. Wir sind unterwegs, um abzuwaschen. Ja, zeig ruhig, was wir alles bei haben. Und entsprechend uns frisch zu machen. Das kann man nämlich alles ja an einem Stück. Und dann wollen wir, ich muss mal ein bisschen so halten, damit du auch dann dabei bist, dann wollen wir weiter Richtung Steingletscher. Das ist das Ziel heute. Und von überall kommen sie, Radfahrer, Fußgänger. Und niemand will man ja drauf haben, also muss man vorsichtig sein. Ja, jetzt heißt es auch wieder erstmal abwaschen und dann, wenn wir soweit sind, melden wir uns wieder. Das war's. Das war Lago Maggiore, Campo Felice in Tenero. 5 Sterne. Schön hier. Ja, also man kommt immer wieder gerne her. Jetzt haben wir den Preis. Wir haben sage und schreibe. In Euro. Da steht es glaube ich nicht dran. Ah ja, okay. 44 Schweizer Franken. 44,30, genau. Genau. Normalerweise hätten wir 42, dann haben wir einen Rabatt bekommen von 2,10 für die 5% durch die ADAC-Card. Also die lohnt sich auf jeden Fall immer. Vor allem, wenn man mehrere Nächte hier ist. Genau. Und dazu kommt noch 2,20 pro Person Kurtaxe. Das muss man immer dazu rechnen. Teilweise, die schreiben nur die normalen Preise drin. Das kostet es, aber man muss die Kurtaxe immer dazu rechnen. Aber es ist ja vielerorts so. Genau. Ist natürlich, wenn man sich überlegt, für einen Tag knappe, sagen wir mal trotzdem 40 Euro, ist natürlich inklusive Strom schon sehr teuer.
Das muss man wissen, aber das ist die Schweiz, das wussten wir. Aber es ist halt direkt am Lago Maggiore und wie gesagt, bei 4 Tagen, wie gesagt, kriegst du die Ticino-Karte dazu, die Ticino-Karte, wo du ja den öffentlichen Nahverkehr nutzen kannst. Dann ist es wiederum auch günstig und dann lohnt es sich auch auf jeden Fall. Genau. Naja, für uns war es auf jeden Fall ein schöner Tag hier Genau, und wir auch konnten in Ruhe Tag gestern. duschen und alles abwaschen. Das ist halt Ja. in diesem Bulli halt nicht so einfach möglich, aber halt dort. Wir fahren jetzt zum Steingletscher. Das ist unser nächstes Ziel. Da wollen wir hin. Und ja, mal schauen, wie das Wetter da ist. Wir hoffen, dass es noch einigermaßen ist oder beziehungsweise, dass es dann morgen früh besser ist, bis wir dann wieder dort wegfahren. Weil ein bisschen schlechtes Schauen Wetter wir kann einfach. ruhig sein, weil wir haben Schneidearbeiten zu erledigen, also so schlimm ist es nicht. Genau. Ja, dann würden wir sagen, fahren wir los und sind gespannt, was wir noch so erleben.